Willkommen zurück zu Let's Play FIFA, Bundesliga 16. Spieltag. Und wo wir den Bundesliga Spieltag 15 abgeschlossen hatten, waren wir tatsächlich schon Erster. Denn wenn Nürnberg jetzt ein Spiel weniger hätte, was auch vorher da war, hätten sie auch 33. Und aufgrund der Tordifferenz sind wir jetzt Erster. Und müssen das sozusagen jetzt verteidigen gegen Bayer Leverkusen. Das heißt, wenn wir gewinnen, sind wir immer noch Erster. Weil Nürnberg hat leider dann das nächste Spiel wieder gewonnen. Heißt so viel, wir müssen jetzt auch gewinnen, um den ersten Platz zu verteidigen, den wir dann mühsam erkämpft haben. Da bin ich jetzt mal gespannt. Gegen Bayer Leverkusen, das ist schon eine sehr, sehr große Konkurrenz hier. Kampf wird spannend. Wollen wir mal sehen. So. Dabei drücke ich weg. Und Derniok und Kießling vor allem, das werden heute Gegner sein, worauf Bayern auf jeden Fall achten muss. Und die auch gut zudecken muss, dass sie keine Chance haben, hier irgendwas zu erreichen. Derniok jetzt am Ball. Sehr schön abgelaufen von Van Beuten. Und das gibt einen Foul. Sag mal, Schiri, was ist denn das? Also das fängt hier gleich schon mit einem Foul an. Naja, will ich nicht unbedingt geben. Und da ist das Tor. Frühe Führung. Und Michael Ballack macht hier das 1:0 in der dritten Minute. Ganz bitter für Bayern. Niederlage war gar nicht eingeplant. Natürlich nicht. Und Bayer Leverkusen führt jetzt. Also muss mal Bayern mal wieder, sagt man schon, einem Rückstand hinterherlaufen. Obwohl in den letzten Spieltagen haben sie sich ja gemausert, da führten sie eigentlich immer. Aber schon am Anfang der Bundesliga hatten sie auch, mussten sie auch schon Rückstände hinterherlaufen. Haben die aber auch noch teilweise gedreht. Das heißt, hier ist noch gar nichts verloren. War ja die dritte Minute, Derniok. Das heißt nur, es wird spannend. Der Kampf wirklich um Platz 1 hier. Hat wieder begonnen. Barnetta. Und der Pass kommt. Und diese Freistoßposition, die hätte es gar nicht geben müssen, denn das war, naja, nicht richtig ein Foul, will ich jetzt sagen. Aber die Unparteiischen, in Klammern Unparteiischen, haben ebenso entschieden. So, Müller. Und Olic. Abstoß. Adler bringt den Ball erstmal nach vorne. Renato Augusto. Kießling. 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 Der kommt da frei durch. Van Beuten haut ihn erstmal nach vorne. Olic jetzt am Ball. Olic, sehr schön. Umläuft der Kadlec. Olic. Olic. Aber wo ist Klose? Da ist er. So, Klose, Olic, immer noch, Olic, immer noch. Oh, da verliert er den Ball, schade. Hätte wirklich eine gute Torchance-Möglichkeit werden können. Müller verliert gegen Kadlec. Kadlec auf Barnetta. Derniok. Der Schweizer. Ballack. Michael Ballack. Ballack, schlechter Pass. Ribéry. Schweinsteiger. Oh, Bartstuber. Van Beuten. Philipp Lahm. Müller. Ah, wieder den Ball verloren. Bayern muss jetzt auf jeden Fall zulegen. Da kommt Bartstuber von der Verteidigung aus. Ribéry. Ah, der Ball. Ah, war zu lang. Schade. War aber gut versucht, den Ball nach vorne zu bringen und somit eventuell ein Tor zu erzielen. Was jetzt auf jeden Fall das Ziel werden. Oh, sehr schön von Ribéry. Was auf jeden Fall das Ziel werden muss heute. Der Sieg wäre oder ist notwendig, um Platz 1 jetzt zu verteidigen. Den wir uns mühsam, wie gesagt, mühsam jeden einzelnen Spieltag erarbeitet haben. Nürnberg hat ja auch im letzten Spiel einen Unentschieden geschafft, glaube ich. Deswegen eben jetzt die Führung für Bayern durch die Tordifferenz. Aber wenn Nürnberg im nächsten Spiel wieder gewonnen hat, sehen wir ja dann. Dann wird es knapp. Dann müssen wir vielleicht eventuell mal 3 oder 4 Tore mal schießen, aber gegen Bayer Leverkusen hat das keiner auf der Rechnung gehabt. Hat auch im Moment keiner auf der Rechnung. Die laufen ja im Rückstand hinterher. Der Freistoß war genial geschossen und das war gut abgesprochen. Und Barnetta, würde ich schon sagen. Und Müller klärt dann tatsächlich zur Ecke. Zur zweiten. Oder erste. So, Olic. Olic. Auf Klose. Sehr schön. Das kann jetzt was werden. Kontermöglichkeit. Und auf Olic. Olic.
Menschenskinder, trefft doch mal. Dafür bezahle ich dich, dass du triffst. Wir müssen auf jeden Fall hier gewinnen. Unentschieden reicht auch nicht aus. Es sei denn, Nürnberg verliert auch irgendwie 1-0 oder so. Dann werden wir immer noch erst. Aber das ist sowas von selten. Beziehungsweise nicht möglich, Manetta. Wird nicht passieren, denke ich mal. Oh, was war das denn hier von Beuthen? Lahm. Es ist nicht so, dass ich jeden Bundesliga-Spieltag sage, ach, locker, locker. So gehe ich hier nicht an. Ich sag schon, das wird eine Aufgabe sein. Und abseits von Hollitsch anscheinend. So, gleiches Halbzeit 1-0. Was wird der Bayern-Trainer den Bayern mit auf den Weg gehen, den Münchner mit auf den Weg geben, wenn sie denn hier keinen Ausgleich schaffen? Wahrscheinlich los, los, los. Wir müssen Erster bleiben. Das ist Pflicht. Wir wollen den Pott haben. Deutsche Meisterschaft ist das Wichtigste. Wenn wir das haben, wunderbar. Ribéry. Ribéry, Ribéry. Auf Klose. Ganz, ganz starker Pass. Klose. Und Klose! Ecke. Erste Ecke für Bayern. Vielleicht auch eine Chance. Und ein Tor. Nein. Olic. Oh. Kontermöglichkeit für Bayer Leverkusen. Kiesling. Kiesling, schön gestoppt. 2 Minuten Nachspielzeit. Ja, der war ganz gut gedacht eigentlich. Schweinsteiger kämpft um den Ball. Hat den Ball. Hat den Ball. Hat den Ball. Und Klose kommt. Ach du. Grüne Neune. So. Ich gehe nochmal schnell in Teammanagement. Ich muss jetzt offensiver werden. Das heißt, Olic kommt runter und tauscht mit Klose und Olic. So machen wir das. Olic geht raus, Klose rein, bleibt drinne, rutscht auf die Position, wo Olic war. Und Gomez eben in den Sturm. So, hier dann die Auswechslung. Gomez kommt rein. Wie gesagt, eine taktische Änderung. So, Gomez und Klose, das war immer eine gute Kombination. Immer dann, wenn es wirklich Schlag auf Schlag kommen muss, wenn hier 2 Tore fallen müssen eventuell. Unentschieden, wie gesagt, das reicht uns einfach nicht. Dann werden wir wieder Zweiter, wenn nicht sogar Dritter, wenn der Dritte irgendwie da eine Überholung anzettelt. Schlechter Pass, Van Bommel. Van Bommel, gefoult, kein Foul, okay. Aber das in der ersten, das in der dritten Minute, das war auf jeden Fall ein Foul, ne? Wo das Tor gefallen ist. Also sowas, ey, die Strikter können nicht manchmal. Klose. Klose. Ah, der passen sollen eventuell. Kiesling. Oh, Bartstuber. Was für ein Fehler. Gomez. Nee, das ist Klose. Das ist Klose. Das ist Klose. Das ist Klose. Und das ist Gomez. Und das ist ein Pfosten mit Abseits auch noch dazu. Sehen wir nochmal. Ach, verdammt. Das kann doch... Ja, stimmt. Auch wenn es als Schuss gewertet wird, ist es Abseits, ist ja klar. Das ist blöd. So, aber das war mal eine Offensivaktion, die hätte wirklich gut gehen können und dann wäre es 1-1 oder so. Castro mit dem Ball nach vorne. Ui! Butt hat da Mühe, den Ball abzuwehren. Müller. Klose. Klose. Warum läuft Gomez da nicht nach vorne? Ich verstehe es manchmal nicht. Der bleibt einfach da stehen. Ich kann doch dann zu keinem passen oder so. Ribéry kämpft jetzt auch um jeden Ball. Oh, schlecht abgefälscht. Und das gibt einen Elfmeter. Jetzt war es das. 2-0 wahrscheinlich für Bayer Leverkusen. Ach, ich habe doch da hingelenkt. Warum macht er noch dieses komische... Was macht denn Butt? Ey, ist das ein Scheiß? Ich drücke die ganze Zeit nach rechts und dann macht er... Hier, das macht er noch. Hier, dieses winkt nach oben. Warum winkt er nach oben? Winkt nach oben und dann springt er. Das ist doch Verarsche. Das gibt's ja wohl nicht. Das war's. Erster Platz ist auf jeden Fall weg. Ja. Das minus 2 in der Tordifferenz, das wird's gewesen sein. Auf jeden Fall bei Ribéry. Ribéry. Und Tor! Gomez! Nee, Klose. Klose war's. 2-1. Können sie es noch schaffen? Alter, das gibt's ja wohl nicht. Jetzt wird es nochmal richtig spannend. 62. Minute, 2-1. Klose.
kommt und macht hier das Tor. Steht da perfekt richtig. Golden richtig. Alter, wir können es noch schaffen. Es steht 2-1 für Leverkusen. Aber wir können es tatsächlich noch schaffen. Ey, wenn das der Fall wäre, das wäre natürlich richtig toll. Dieser blöde Elfmeter, den es da gab, war schon etwas unnötig. Hätte ich nicht machen müssen. Augusto. Oh, zu der Diok. Kiesling. Kiesling immer noch. Das war jetzt wirklich kein Foul. Van Beuten. Oh, nee, nicht da vorne den Ball verlieren. Van Beuten. Van Beuten, der rennt da vorne. Ja, der kommt gut an. Kein Abseits. Gomez. Gomez die Chance. Und er trifft. Alter, was ist hier los? 2-2. Ich glaub's nicht. Gomez trifft. Klose trifft. 2-2. Wir haben wieder einen Punkt bekommen. Unglaublich, was ist das hier für ein Spiel? 2-0. Das hat Bayern noch nicht aufgeholt. So hoch lagen sie auch noch nicht zurück. Und das holen sie jetzt einfach so auf. Können sie noch ein 3-2 schaffen? Klose. Klose. Gomez. 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 Boah, 2-2. Die Halle bebt hier noch. Klose! Abgefälscht. Klose! Adler. René Adler hat den Ball. Kiesling. Kiesling. Auf Vidal. Und Schweinsteiger hat den Ball wieder erobert. Ja, was war das denn? Und da kommt sogar an. Klose ist schneller. Klose ist schneller. Und Gomez. Oh nein. Und Elfmeter. Was? Kein Elfmeter. Müller. Müller. Mann, ist das hier heftig gerade. Und Ribéry. Ecke. Boah, man merkt schon, ich bin auch sichtlich angespannt gerade. Der Sieg ist so wichtig, um den Platz einzuhalten. Und es gibt eine Auswechslung anscheinend. Sydney Sam kommt rein. So. Bayern jetzt auf dem Weg, das dritte Tor zu machen. Aber Leverkusen spielt auch noch mit der Diok. Der Diok. Der Diok. Pass erstmal rüber. Erstmal Sicherheit wieder in das Spiel bekommen. Aber was kriegen sie einfach nicht? Klose. 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 Oh, sag mal, das ist jetzt aber gehalten. Ey, das gibt keinen Foul. Sag mal, was ist denn das hier für ein Scheiß-Schiri? Ganz ehrlich, sorry, dass ich das jetzt so sag, aber ist einfach so. Da gibt einen Elfmeter und in der dritten Minute einen Foul, aber für uns kein Strafstoß. Das ist doch tausendmal Strafstoß gewesen. So, nochmal die Ecke. Da bleibt nicht mehr viel Zeit und die Ecken sind einfach schlecht. Daraus wird nie was. Warum? Frage ich mich. Klose. Ah, Klose. Ey, alles ist zu dicht. Das wird wahrscheinlich beim Unentschieden bleiben. Gomez. Boah, das war jetzt... Jetzt foult er mal. Jetzt pfeift er mal. So. Schweinsteiger. In die Mauer. Into the wall. Into the wall. Okay. Contento. Was macht der denn da? Los. Alter, was macht der da? Nach vorne, du Schwanz. Alter, wie ich jetzt ausraste. Es tut mir leid. Ist einfach so, wenn ich richtig aufgebracht bin, weil wir einfach benachteiligt werden. Van Bommel. Es gibt es doch nicht. Bartstuber. Oh, was machen sie da? Castro. Ja, jetzt spielen sie die Zeit runter. Das ist natürlich richtig mies. Ballack. Er hat einen guten Fernschuss. Ballack. Ballack. Immer noch Ballack. Er geht jetzt Richtung Ecke. Will hier wahrscheinlich den Eckball noch rausholen. Sydney Sam. 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 Boom. Oder kommt. Und Tor. Und verdient 3-2. Der Diok macht das 3-2. Und damit verlieren wir tatsächlich noch. Das ist echt traurig. Naja, gut. Klose. Das war's jetzt. 0 Punkte. Bitter. Und das wird jetzt schwer, Nürnberg dann nochmal irgendwie wieder zu überholen. Wir verlieren, leider verliert Bayern, nachdem sie das 2-2 umgedreht haben, beziehungsweise eingeholt haben. Naja gut, dann gucken wir mal, wie Nürnberg gespielt hat, ob wir überholt wurden. Wir sind noch Zweiter. Nürnberg hat aber verloren. Die haben auch verloren. Ich glaub's nicht. Das heißt praktisch, wenn ich im nächsten Spiel gewinne, bin ich Erster wieder.
Das gibt's ja wohl nicht. Okay. Nächstes Spiel gegen Hamburg. Oh, das wird auch nicht ganz einfach. Bis dann.